Ausnahmsweise nicht von den Neptunes, aber trotzdem ein Hit. Kelis mit Trick Me weiter auf der 10. Control sind ein Einzelhandelskaufmann aus Sierra Leone und ein Malergeselle aus Berlin. Chocolati Choco Choco fällt von der 5 auf die 9. Zwei brave Plätze runter geht's für die bösen Onkels und ihren Abschiedshit. Onkels versus Jesus jetzt auf der 8. Keine News von Maroon 5. Und auch in den Charts machen die 5 Jungs aus Kalifornien einen ruhigen. This Love hält Platz 7. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dafür fällt die Liebe unterm Lindenbaum von der 2 auf die 6. Hey Ducci, Dragusta den Tay. Von wegen krank und müde. Anastasia mischt putzmunter die Hitlist Germany auf. Die neue Single Sick and Tired schnappt sich auf Anhieb Platz 5. Die Hot Banditos kühlen weiter ab. Veo Veo rutscht von der 3 auf die 4. So langsam vergeht einem die Lust am Witze machen. Die Randfichten dürfen noch mal eins rauf auf die 3. Ja, nicht jedes lustige Lied ist musikalischer Quatsch, behauptet zumindest Stefan Raab. Die Bully-Fans sehen es ähnlich und beamen sein Space-Taxi von der 8 zurück auf die 2. Hier ist kein Platz mehr für Geheimniskrämerei. Ihr wisst es ja eh schon, die Hitlist Germany ist erst vorbei, wenn wir Ozone gespielt haben. Logo, Dragostar den Tay ist auch diese Woche wieder auf der 1. Das ist ja für sich schon mal relativ schockierend, wie ich finde. Aber noch schockierender ist, dass es jetzt auch noch eine dritte Version von dem Heuler gibt. Die Interpretin, niemand Geringeres als Antonia. Das ist die, die mit DJ Ötzi Antonos die Röhre verbrochen hat. Und da wird so gejodelt und geblasmusikt. Und der Titel lautet, wenn der Hafer sticht. Das ist derzeit zum Glück noch nicht in der Hitlist Germany. Es ist also noch nicht alles zu spät. Aber es hilft nichts. Wir geben uns jetzt das Original, die Nummer 1. Und ich muss dann doch neidlos zugeben, es ist definitiv der Sommerhit 04. Warum auch immer. Hier sind Ozone. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich aufs nächste Mal und sage Adios.